Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trials of Mana. Wir sind gerade in irgendeiner komischen Burg, haben gerade den allerersten Gegner von uns besiegt und sind dann irgendwie auch im Verlies gelandet, was nicht so erfolgreich war. Und jetzt kommt wieder der Gegner. Boah, ich mach einfach mal. Wollten wir beschlagen machen, aber irgendwie. Danke, dass ich wieder aufstehen darf. So, ein schwarzer Ritter. Das Elementarschwert, heilendes Licht, bloß. Nice. Heilige Kugel. Alles explodiert, läuft. So, haben wir noch irgendwo was? Nein. Ah, das sind schon die nächsten. Ah, ich wollte eigentlich gerade hier ein Kreuzhieb. Das sollte eigentlich gut reichen und ich hoffe, es zerstört die Abwehr von den. Bah, warum hat das eure Abwehr nicht zerstört? Das hat eigentlich keinen anderen Sinn, als dass denen nur Schild weg ist. Aber ich glaube, wir sollten ein bisschen hochleveln. Also, wir sind jetzt Level 60. Das hatte dieser Machalo gerade. Buntsachsam. Interessant, hatte ich auch noch nicht. So, was haben wir denn da für ein Ding? Können wir mal wieder speichern? Ja, dann speichern wir mal wieder. Ein Level hoch. Auch cool, oh, ich kann wieder Dinge vergeben, oder? Ja, vier sogar. Okay, bei dir Ausdauer. Ausdauer plus 10, bei dir auf Geist natürlich. Und bei dir auf Ausdauer war es 8 Punkte bei ihm. Was? Wie viel Level ist denn der hochgestiegen? Oder man steigt einfach ganz viele Level jetzt auf einmal hoch. Also kriegt ganz viele Punkte auf einmal. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. So. Okay, ich muss so drauf, weil ich habe keinen Angriff in die Richtung. Ist 100-facher Schlag auch. Könnte mich mal jemand healen? Healen? Ist das eine Möglichkeit von irgendeinem von euch? Danke. Ich glaube, ich war gerade tot. Und die haben mich einfach mit den Healen herausgeholt, wieder aus dem Tod. Weil die echt cool ist. Okay. Dann kann ich einen Kreuzhieb gleich machen an dieser Stelle. Okay. Cool, dass die andere einfach mal ihren Wirbelwind gemacht hat. Ich denke, das hat uns jetzt viel gebracht. Okay, der Oberschienenmann ist auch schon mal down. Bäh. Oh, ein Klotzer. Kritische Menge. Oh, ich finde den mit seiner Rampenlicht-Attacke voll cool irgendwie. Ich würde ihn einfach deswegen angreifen lassen, einfach weil seine Attacke cool aussieht. Oh, könntet ihr ihn bitte killen? Bevor er uns killt am besten. Okay, ich will nach da hinten. Weil dazu muss ich das Ding aufmachen. Dazu muss ich irgendeinen Schalter finden. Da ist schon mal kein Schalter. Okay, vielleicht von hier aus. Ah, da ist ein Schalter. Vielleicht komme ich dann durch. Oh Gott, nein, ich kann keinen Angriff machen, keinen Special-Angriff. Ja. Dann gehe ich auf den Überschienenmann. Ich habe die Fähigkeit, alles zu brechen. Was mache ich? Ich gehe auf den Überschienenmann. Der ist schöner. Ja. Boah, der Wirbelsperrwind ist echt cool. Muss ich nochmal sagen, der Wirbelsperrwind ist echt. Ich glaube, wir haben echt ein gutes Team ausgewählt. So. So, dann machen wir das mal an. Vielleicht kommen wir nämlich dann da hinten durch. Okay, dann wird's aufgemacht. Dann muss ich schon mal auch hin. Ich wusste nicht mal, wo ich hin muss. So. Oh, eine Kaisertruhe. Oh, das ist auch neu, eine Kaisertruhe. Also, wir hatten schon die Vorgänge, aber eine Kaisertruhe selbst hatten wir noch nicht. So, ich schlage einfach mal drauf. So, einfach mal volle Kanne drauf. Machen wir halt 200 Schaden. Was tut mich? Ich habe eine Healerin dabei. Die mich hoffentlich gleich wieder healt. Oder die das Ding einfach killt. Weil sie cool ist. Okay, drei Engelskelche irgendwie, glaube ich. Ich möchte diese Buntsachsamen einlösen, weil ich glaube, die sind cool. Okay, soll ich da aufmachen, dass man da durchkommt?
Ja, eigentlich nur da hinten durch, das ist alles. Sieht so eisig hier aus. Bitte nicht diese komische Wand, die wir schon mal besiegen mussten. Ach nee, es ist genau die Wand, die wo ich nicht haben wollte. Oh, das Viech war scheiße und dieses Teil ist richtig. Natürlich ist so ein Ding nicht Level 5. Ah, ich weiß es noch. Okay, es ist auch erst 3 Wochen hier ungefähr, wo wir an der Stelle waren, aber es kommt mir so vor, als wenn es jetzt letzte Woche gewesen wäre. Ich bin einfach hier vorne stehen geblieben, habe das Ding besiegt und alle anderen hier immer zurückgeworfen worden und ich einfach hier vorne gegen die Wand. So. Falle 2, ja. Einfach nicht dahin stellen. Oh, könnte mich vielleicht irgendjemand kurz groß machen? Danke, Funkring plus, ja. So. Dafür kriegst du es hart auf die Fresse und zwar einfach mal mit so einem Wirbelwind. Also ich meine, wir haben ja eine Healerin dabei. Warum healt die in diesem Augenblick nicht einfach? So, hier. Ich war wirklich nicht da, daran würde ich mich erinnern. Echt? Hä, warum warst du da nicht? Was habe ich falsch gemacht? Also es ist, nachdem ich diesen komischen Heini kaputt gemacht habe, diesen... Boah, wie hieß der? Machilo, Marcello. Den habe ich zerstört und dann war ich da. Und dann ist eine Wand, hat man aber schon mal besiegt. In den Tempel, da wo die Resi wohnt. So. Echt seltsam, oder du hast alles richtig gemacht und ich habe was übersprungen. Denkst du, das geht? Also ich kenne mich jetzt nicht so gut mit dem Spiel aus, aber ich dachte nicht, dass man einfach irgendwas überspringen könnte oder so. Das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. I don't know, okay? Vielleicht habe ich auch irgendeinen Fehler begangen, war unter Level und jetzt halt als Levelmaßnahme muss ich hier so einen Kack kaputt machen. Oder vielleicht bin ich den falschen Weg gegangen oder so, was weiß ich. Oh, unsere Healerin ist... Oh, alle anderen, also ich, sind down. So, du kannst ja die andere healen, weil ich gehe ja hier immer auf Angriff. Machen wir mal einen Kreuzhieb. Und dann kann ich gleich der Formwander hinter mir hier sterben. Ich denke auch, dass gleich irgendwer die Resi wiederbeleben wird, hoffentlich. Danke. Ah, das Ding ist übelst kacke. Könnt ihr mich jetzt bitte mal was heilen? So, ich mache einfach mal hier Kreuzcut. So. Denke ich weniger, okay. Ich weiß es nicht. Also ich weiß auch nicht, wen du als Startperson genommen hast. Ich habe als Startperson Resi genommen. Vielleicht macht das ja einen Unterschied, wo, was dann für Endgegner kommen oder so. Weiß ich nicht. Dachte ich eigentlich nicht, weil irgendwie stand das alles irgendwie gleich ist, nur die Anfangsstory ist anders. Aber ich habe Resi genommen. Vielleicht hast du ja irgendwie Duran oder so genommen und deswegen ist bei dir alles anders. Nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Oh. Oh nee, das haut mich halt dauerhaft nach hinten. Und ich habe halt so einen Teil schon mal besiegen müssen. In den Tempel bei Resi und das war übelst der Abfuck. Also in diesem Laurentien habe ich das schon mal besiegt. Ach nee. Warum stirbt die Alte so oft? Oh, ich darf wieder alle hier healen. So. Also ich habe keine Ahnung, woran es liegt, wenn du da nicht warst.
Weil ich dachte halt, da muss jetzt jeder hin irgendwie. Keine Ahnung. Oh, das nervt halt, dass er mir einen immer so hinterhaut. Könnte unsere Healerin gerade bitte nicht kurz vor Sterben sein? Oh Gott, jetzt bin ich meine Healerin. Das ist nie gut. So, als erstes mal ihn wieder beleben. Und jetzt bin ich er. Kannst du ja gerne was anderes machen. Ach nein, jetzt ist sie tot. Hey, ich krieg ja nur noch auf die Presse. Nein, auf die Seite gehen, auf die Seite gehen. Nein, das machst du nicht. Heulthieb. Könntest du irgendwie mal die Tussi wiederbeleben? Wäre das im Rahmen deiner Möglichkeiten oder ja nicht so? Wow, jetzt ist er wieder tot, weil alles irgendwie auf ihn nur runterbrasselte. Hier, ihn einmal wiederbeleben. Und dann belebe ich sie wieder. So. Fehlt ja nicht mehr so viel. Dann gehst du auf die Seite. Hoffen wir, dass uns nicht so weit zurückhaut. Und ein Kreuzhieb. Boah, was für eine nervige Wand, ganz ehrlich. War noch nerviger als die erste. So. 7% plus, geil. So. Die anderen Gegner sind mir immer in meinen Angriff drin gestanden. Ist in den Raum noch irgendwas? Ich habe gehofft, dass diese Mauer genau nicht drankommt. Aber okay, die kam jetzt halt dran. Sind wir hochgestiegen? Ja. Boah, jetzt kriegen wir mal 3 Punkte. Ah, okay. Okay. Dann sie kriegt wieder Geist und sie ist damit auch voll bei Geist. So, und du kriegst... Ah, du bist jetzt auch doch mit Ausdauer. Dann kriegst du jetzt einfach mal Geist. Dass du dir irgendwelche Säbel machen kannst oder was weiß ich, was du machst. Kannst dir machen, was du willst. Habe ich ja grundsätzlich nichts dagegen. Ach nee, da geht's schon wieder weiter. So. Aber ich glaube, das ist bisher der längste Tempel, in dem wir jemals waren. So. So. Was macht das Viech schon wieder? Magieschild. Cool. Weiß ich nicht, ob uns das so viel bringt. Okay. Gibt es irgendwas? Geld. Cool. Da geht's weiter. Also sind wir jetzt in diesem Mittelraum, in dem wir schon mal waren. Waren wir da schon mal? Ja, da ist der Mittelraum, ja. Okay. Falls wir jetzt hier rausgehen würden, ist das wahrscheinlich die Abkürzung. Ah, cool, hier können wir uns endlich mal healen. Das ist auch was Cooles, endlich mal healen. Immer noch Kapitel 6. Gut. Da ist am... Liegen dazwischen, aber das interessiert mich auch wenig. So, was haben wir denn da? Ein Klotzer! Ich habe keine Ahnung, wer da gerade irgendwie mega den Angriff macht. Ich glaube, das war der Meteorstoß von Resi. So, was gibt's da drin? Ein bisschen mehr Heal-Trank vielleicht. Hätte ich nämlich nötig. Nein, das ist eine Kaiserkruhe für dich. So, heilige Kugel, nützt wenig. So, 200 plus, ja. Knallkiste, lass mich mal da lieber in Ruhe. So, könntest du dich vielleicht healen? Das wäre vielleicht die beste Idee für dich. So, down. Und ich kriege guten Loot. Buntsachsam, ich möchte die alle einlösen. Ich hoffe, wir kriegen da richtig geile Rüstung raus.
Vor allem, jetzt haben wir eh schon die stärkere Rüstung, als die man eigentlich haben sollte. So, aber ich sehe gerade, für die Leute auf YouTube geht es ja das nächste Mal wieder weiter. Bis dahin, tschüss.